Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Und wir starten heute in die DLC Cups in der 50er Klasse, denn den Rest, beziehungsweise die Nitro und die Retro Cups, haben wir alle abgeschlossen. Und jetzt bin ich am überlegen, ob ich für die DLC Cups mir noch einen anderen Fahrer aussuche. Ja, wenn, dann würde ich meinen, fahren wir doch mal eine Runde mit Wario. Schauen wir mal, was das neue Kartteil ist. Die PS-Galeere, okay. Ja, deutlich mehr Tempo, weniger Beschleunigung, weniger Handling, dafür mehr Gewicht, mehr Haftung. Ich würde allerdings lieber wieder mit dem Standard-Bike fahren. Oh, okay. Wir haben ja dann doch ein, ja, ich sag mal, gewissen Gewichtsunterschied bei Wario im Vergleich zu Yoshi und Link. Da Wario insgesamt schwer ist, hat er natürlich von Haus aus mehr Tempo, weniger Beschleunigung, mehr Gewicht, weniger Handling, dafür mehr Haftung. Das heißt, wir müssten uns für diesen ganz speziellen Fall vielleicht ein anderes Fahrzeug aussuchen, das vielleicht das Ganze hier etwas ausgleichen kann. Der Fashion Scooter wäre eine Möglichkeit. Das Crossbike gefällt mir ähnlich, weil es dieselben Werte hat. Nehmen wir das Crossbike. Schauen wir mal, welche Reifen wir nehmen, um das so ein bisschen auszugleichen. Das wäre schon mal ganz gut. Der Schwamm. Oder aber der Knopf. Auch der Knopf gefällt mir tatsächlich sehr gut. Aber auch das Standarddraht finde ich klasse. Wir nehmen das Standarddraht und den Standardgleiter. Und dann starten wir in den iCup mit Yoshis Piste vom GameCube. Excitebike Stadion, große Drachenmauer und Mute City von F-Zero. Vor allem auf Mute City freue ich mich schon. Vor allem auf die Musik des Rennens. Immer wieder klasse. Schon bei Smash Brothers immer geliebt. Wenn man auf Mute City gekämpft hat, dann diese Musik einfach nur herrlich. Wir starten aber auf Yoshis Piste hier im iCup und da hat uns schon ein blaues Yoshi zugewunken. Und mal schauen, inwiefern wir mit Wario hier positiv agieren können. Wobei ich aber der Meinung bin, dass auch hier die 60 Punkte Pflicht sind. Und wir sehen sollten, dass wir die Münzen einsammeln. Die 40. Positiver Start. Und dann geht's hier in die erste Kurve. Wir fahren mal wieder entlang. Jetzt an Yoshis Pfote. Sehr gut. Wir sind schon bei 10 Münzen. Jetzt geht's hier in den Tunnel hinein. Auch diese Piste etwas breiter geworden. Nicht so viel wie die anderen Pisten vergleichsweise. Aber doch etwas breiter, wie ich finde. So, hier brauchen wir nicht driften. Hier müssen wir einfach nur immer schön über die Curbs fahren, um die Kurve möglichst eng zu nehmen. Eieiei, fast rausgekommen dort an der Stelle. Und da sind wir auch schon an Yoshis Schwanz. Hier, das haben sie etwas umgebaut. Da ist jetzt deutlich mehr los hier an der Stadtzielgerade. Da haben sie wie kleine Läden, beziehungsweise kleine, ja, ich sag mal, Pensionen hingebaut, in denen man übernachten kann. Wenn man weiß, ah, hier findet an diesem und diesem Tag das Rennen statt, dann können die Leute jetzt hier auf der Yoshi-Insel dort übernachten und sich dann das Rennen anschauen. Ja, ich weiß, ich erzähle gerade relativ viel Schmarrn. Ah, da fahren wir über die Wiese. Hm. Direkt der Blitz noch hinterhergekommen, okay. So, wir haben die Münzen wieder aufgefüllt. Nehmen jetzt so ein doppeltes Päckchen mit, denke ich. Jawohl. Und dann ist Runde 2 auch gleich schon wieder beendet. Ich glaube, hier ist sogar ein kleiner Rennwagenladen. Beziehungsweise ein kleiner Motorsportladen. Und hier, wie gesagt,
die Pension, beziehungsweise... Vielleicht sind es auch Ferienwohnungen. Ich lasse da eurer Fantasie dort alle Freiräume. Für mich sind es Ferienwohnungen. Oh, und es geht wohl gleich wieder an Überrundungen. Das Problem ist nur, dass hier gleich ein blauer Panzer kommt. Und ein Blitz auch noch. Danke, Luigi. Du blöder Wichser. Na klar. Und zack, sind wir bei einer Münze. Das glaubst du doch alles nicht. Okay, jetzt brauchen wir noch ein paar Münzen unbedingt. 5 haben wir jetzt schon wieder. Tja, Luigi bekommen wir wohl doch nicht mehr. Jetzt sind wir bei 7 Münzen. 9 Münzen. Komm, hier, eine werden wir ja wohl noch kriegen. Jawohl. 10 Münzen. Die Bombe noch sprengen. Und dann ist es geschafft. Der erste Sieg ist eingefahren. Auf Yoshis Piste. 15 Punkte für uns. 12 für Daisy für den zweiten Platz. Und Mario wird Dritter, 10 Punkte. Yoshi leider nur auf Platz 8, 5 Punkte. Gehen wir zum nächsten Rennen und schauen, was wir dort reisen können. Wir gehen in das Excitebike Stadion. Und sehen hier... Ja, das ist ein kleines, beziehungsweise groß, nein, eher ein kleines Oval mit diversen Pisten. Ich glaube, dieses Rennen werden wir relativ schnell ad acta legen können. Guter Start von uns. Der Sprung hat schon mal gesessen. Müssen dann, glaube ich, bloß hier und da aufpacken, genau. Da kann man nämlich unter Umständen über die Wiese fahren oder eben über den Schlamm, wie ihr sehen könnt. Ah, jetzt habe ich das natürlich verpasst auf Kosten des Superboosts bei Driften. Jawohl. Boah, ich dachte schon, jetzt muss ich hier durch den Matsch fahren, weil ich hier geträumt habe. Aber ist nochmal alles gut gegangen. Jawohl, auch hier gut durchgekommen. Das Oval ist letzten Endes dann doch größer als gedacht. Und wir beenden Runde 1. Luigi ist gerade mal durch die erste Kurve gekommen. Also, wenn es hier nicht zu Überrundungen kommt, dann weiß ich auch nicht. Also, Luigi ist ja richtig scheiße unterwegs gewesen hier gerade schon wieder. So, da kommt ein roter Panzer von hinten. Sollen es nicht weiter stören. Gerade so noch dem Matsch ausgewichen. Da hatte ich kurz ein bisschen gepennt. Oh, nee, und dann kommt der blaue Panzer. Ja, und der Blitz auch noch. Warum auch nicht? Während Luigi immer noch in der ersten Runde ist, beenden wir jetzt gleich die zweite Runde. Ja. Also, da ist es doch wirklich sehr wahrscheinlich, dass wir Luigi noch bekommen. Oh, aber auch Yoshi ist nicht gut unterwegs. Sehr gut möglich, dass wir auch Yoshi noch kassieren. Jawohl, diesmal den bekommen. Aber den darf er nicht. Shit. Und Yoshi aktuell letzter. Naja, gut. Bei Yoshi werde ich mich hüten, das jetzt hier noch abzuschießen extra. Nein, wir fahren durch den Schlamm. Und ziehen vorbei an Yoshi. Yoshi also überrundet. Okay, Buhu klaut uns hier was. Stört mich allerdings erstmal weniger. Luigi werden wir, denke ich, nicht mehr bekommen. Vor allem, weil er jetzt gerade nochmal so ein Kugelwilli gestartet hat. Yoshi fährt bei uns im Windschatten, wird allerdings das Rennen verlieren. Wir gewinnen auch dieses Rennen mit 10 Münzen. Holen die 15 Punkte, haben jetzt 30. Mario arbeitet sich vor auf Platz 2 mit 22 Punkten jetzt. Daisy rutscht ab auf 3 mit 21 Punkten. Und damit geht's weiter jetzt zu Rennen Nummer 3 hier am iCup. Wir fahren auf der großen Drachenmauer. Ja, wir haben schon... Das ist ein wenig chinesisch angehaucht. Wir haben hier einen Bowser-Drachen. Beziehungsweise einen Drachen mit einem Bowser-Kopf, sagen wir es mal so.
Und auch ein paar Lakito-Statuen habe ich hier schon gesehen. Okay, die Strecke gefällt mir grundsätzlich erstmal ganz gut. Ich kann mich aber gerade nicht wirklich an die Strecke erinnern. Scheinbar bin ich die nicht sehr häufig gefahren. Warum auch immer, ich finde die doch relativ schön eigentlich. Das, was ich jetzt hier so gerade sehe, gefällt mir wirklich gut. Relativ schmale Strecke für dieses Mario Kart. Boah, jawohl. Alle mitgenommen. Oh, und wenn dort keine Mauer gewesen wäre, hätten wir uns jetzt hier erstmal schön verabschiedet. Da war ich mal wieder kurz unaufmerksam, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist nochmal gut gegangen. Und wir beenden die erste Runde. Gehen jetzt wieder in den Drachen hinein. Oh, ich hab's schon gehört. Da war ein blauer Panzer unterwegs und der wird uns dann demnächst auch die Hölle heiß machen. Boah, dann kommt natürlich noch der Blitz. Und der Blooper. Und der blaue Panzer. Wir nehmen, wenn halt dann mal wieder, alles auf einmal mit. Wie sollte es auch anders sein? So wie sich das gehört. Okay. Kommen wir nun. Oh, ich wollte gar nicht springen. Jawohl. Ach, hier war noch ein fünftes. Das ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch beim letzten Mal dort die Bande geküsst. Ich irgendwie abgelenkt war. Und damit ist auch Runde 2 beendet. Letzte Runde jetzt. Wie steht die Chance für Überrundungen? Donkey Kong aktuell auf dem hintersten Rang. Ist gar nicht mehr so weit entfernt von uns. Aber wir wissen ja, wie das ist. Wenn der Computerspieler in der letzten Runde knapp vor uns ist. Als letzter Mann. Dann ist es richtig schwer, den noch zu bekommen. Vor allem, weil wir dann noch ein paar Mal abgeballert werden. Jawohl. Oh, das leider nicht mitbekommen. Also, Donkey Kong wehrt sich gegen die Überrundung. Wird es höchstwahrscheinlich auch schaffen, wehr zu entgehen. Ja, wird es definitiv schaffen. Hat jetzt auch schon die Ziellinie überquert. Ändert allerdings nichts an seinem letzten Platz. Wir gewinnen. Holen weitere 15 Punkte und weitere 10 Münzen. Haben damit schon wieder die 30 Münzen eingesammelt und haben jetzt 45 Punkte. Daisy arbeitet sich zurück auf Platz 2 mit 33 Punkten jetzt. Mario rutscht wieder auf 3 ab mit 31 Punkten. Und damit geht's jetzt zur letzten Strecke dieses iCups. Und dafür geht's nach Mute City. Die F-Zero-Strecke. Fehlt eigentlich bloß, dass man hier Captain Falcon noch mitfahren kann. Bei diesem Mario Kart. Das wäre wirklich nochmal was. Boah, die Musik, Alter. Ach, das... Ah doch, okay. Ich dachte schon, es ist gar nicht die Musik. Ja, und natürlich müssen hier diverse Turbostreifen da sein bei der Strecke. Alles andere würde gar keinen Sinn machen für F-Zero. Ja, dass wir uns genau überlegen. So. Boah, gerade so noch die Banane im richtigen Moment auspacken können. So. Boah, den können wir nicht mehr ausweichen. Den müssen wir mitnehmen. Verlieren dadurch natürlich erstmal massiv an Geschwindigkeit. Gibt es hier auch ein paar Münzen zum Einsammeln? Oder? Also bis jetzt ist das hier eine sehr münzarme Strecke. Sag mal, hier kann man doch auch aufsaugen. Also ich weiß noch nicht, was diese bunten Streifen mir sagen sollen. Irgendwas war da. Bei dem F-Zero-Spiel ist es ja so, dass man dort dann hier die Geschwindigkeit aufbaut.
Aber das war jetzt gerade nicht wirklich der Fall. Wir haben 10 Münzen. Habe ich so viele Münzen? Ach, na klar. Hier werden ja die Münzen aufgefüllt. Stimmt. So war das. Deswegen hast du hier kaum Münzen. Dafür hast du diese Streifen. Boah, da war ein blauer Panzer unterwegs, falls ihr es nicht gesehen habt. Und damit sind wir bei 7 jetzt. Müssen wir dann nochmal kurz über so einen Streifen fahren. Auf jeden Fall beenden wir damit auch Runde 2. Und füllen jetzt auf die 10 Münzen. Nehmen wieder diverse Beschleunigungsscheiben, diverse Turbostreifen mit. So, hier brauchten wir nicht driften. Da mussten wir nur einfach die Kurven möglichst innen nehmen. Oh, habe ich den jetzt übersehen? Schade. Okay, wir haben eine Hube zur Verteidigung. Sehr gut, mal schauen, ob wir sie brauchen. Ah, den verpasst, schade. So, geht's nochmal in diese Kurve hinein. Und dort vorne ist auch schon die Ziellinie. Wir beenden auch das Rennen von Mute City als Führender. Holen auch hier alle 10 Münzen nach Hause. Alle 15 Punkte haben am Ende natürlich die 60 Punkte. Und im Endklassement haben wir 3 zweite Plätze. Morton schiebt sich plötzlich noch aufs Podest. Holt 41 Punkte. Zusammen mit Mario und Daisy alle 3 auf Platz 2. So was sieht man natürlich auch selten. Leider Gottes gibt es hier keinen Siegerpodest. So dass wir das leider nicht erleben werden, wie 3 Leute auf dem zweiten Platz stehen. Schauen wir uns aber die Highlights von Mario Kart TV an. Und zwar vom Rennen von Mute City. Zum Beispiel, wie wir gerade von dem blauen Panzer abgeschossen werden. Danke dafür an Peach. Ja, wir gewinnen wieder mal alles. Es ist halt noch die 50er-Klasse. Und bekommen dafür jetzt auch gleich noch unseren Pokal, unseren Ei-Pokal. Der da wie folgt aussieht. Okay, da hätte man sich etwas mehr überlegen können. Wir bekommen ein weiteres Fahrzeugteil für 270 gesammelte Münzen. Und was das ist, sehen wir dann natürlich wieder beim nächsten Mal. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und beim nächsten Mal starten wir dann in den zweiten DLC Cup. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, macht's gut.